Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie sich für Prüfungen an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der Ruhr-Uni Bochum in dem Online-Prüfungsverwaltungssystem FlexNow anmelden und wieder abmelden können und geben zudem weitere wichtige Hinweise für die Nutzung von FlexNow. Bevor Sie FlexNow aufrufen, empfehlen wir die Installation der ForgeRock-App auf Ihrem Smartphone, über welche die notwendige Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Anmeldung in FlexNow erfolgt. Nachdem Sie die ForgeRock-App in Ihrem Google Play Store oder App Store heruntergeladen haben, rufen Sie flexnow.ruhr.de auf und klicken auf Login mit Handy-App. Jetzt gelangen Sie zur eCampus WebClient-Anmeldung. Dort loggen Sie sich mit Ihrer gewohnten Login-ID und Ihrem persönlichen Passwort ein. Jetzt öffnen Sie die ForgeRock-App und scannen den QR-Code auf Ihrem Bildschirm, der in der Zwischenzeit eingeblendet wurde, ab. Es wird ein Zahlencode in der ForgeRock-App generiert, den Sie nun im letzten Schritt der Anmeldung in FlexNow eingeben müssen. Melden Sie sich zum ersten Mal in FlexNow an und haben die ForgeRock-App noch nicht verwendet, können Sie hier eine Videoanleitung von IT-Services finden, wie Sie ein neues Gerät, Ihr Smartphone, für die Zwei-Faktor-Authentifizierung registrieren. Sie sind in FlexNow angemeldet, wird Ihnen die aktuelle Seite zuerst angezeigt. Im ersten Schritt sollten Sie Ihre Studierendendaten überprüfen. Wo bin ich immatrikuliert oder gegebenenfalls exmatrikuliert? Stimmen die Adressdaten noch? Änderungen Ihrer persönlichen Daten können jederzeit über eCampus vorgenommen werden. Sie können nur dann an einer Prüfung teilnehmen, wenn Sie sich dafür angemeldet haben. Eine Anmeldung zu einer Prüfung ist nur innerhalb des für diese Prüfung geltenden Anmeldezeitraums möglich. Wie dieser Zeitraum festgelegt ist, können Sie auf unserer Prüfungsamt-Webseite unter fbi.ruhr.de nachlesen. Klicken Sie im Menü auf An-Abmeldung. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, nach einem Modul zu suchen. Einmal über die Modulsuche, das heißt, Sie geben in dem Sucheingabefeld oben auf der Seite zum Beispiel einen Teil des Modulnamens oder Prüfungsnamens ein und unter dem Suchfeld werden dann die gefundenen Module aufgelistet. Und einmal können Sie sich durch die Bereiche durchklicken bis zu Ihrem gewünschten Modul. In beiden Fällen klicken Sie auf das Modul, in dem Sie die Prüfung ablegen möchten und legen es in den sogenannten Prüfungskorb. Durch Klick auf Stornieren können Sie die Auswahl wieder rückgängig machen, sollten Sie sich vertan haben. Wichtig, scrollen Sie nach ganz unten und klicken Sie auf den Button Abschicken. Erst dann ist Ihre Prüfungsanmeldung verbindlich und somit abgeschlossen. Anschließend erhalten Sie eine automatisierte E-Mail an Ihre RUB-E-Mail-Adresse. Diese sieht so aus. Fehlt die Bestätigungs-Mail, bitten wir Sie, den Ablauf Ihrer Prüfungsanmeldung zu überprüfen. Möchten Sie sich direkt zu mehreren Prüfungen in FlexNow anmelden, können Sie die Module nacheinander auswählen, in den Prüfungskorb legen und sobald sich dort alle Ihre gewünschten Prüfungen befinden, auf den Button Abschicken klicken. Beachten Sie bitte, wenn Sie nicht zu einer angemeldeten Prüfung erscheinen, ohne sich innerhalb des Abmeldezeitraums abgemeldet zu haben, wird dieser Prüfungsversuch mit nicht bestanden bewertet. Klicken Sie auf die Rubrik Aktuelles. Dort sehen Sie alle Prüfungen, zu denen Sie sich angemeldet haben. Nun müssen Sie nur noch auf den Button Abmelden der gewünschten Prüfung klicken und anschließend die Abfrage, wollen Sie sich wirklich von der Prüfung abmelden, mit Ja bestätigen. Haben Sie sich versehentlich abgemeldet, schicken Sie bitte zeitnah eine E-Mail an das Prüfungsamt BI und UI der Fakultät. Unter Neueste Ergebnisse können Sie sich die Note zum abgeschlossenen Modul ansehen. In der Übersicht finden Sie lediglich alle Ergebnisse aus dem laufenden Semester. Unter Datenblatt können Sie sich eine tabellarische Übersicht über Ihre bereits angemeldeten, wieder abgemeldeten, bestandenen und nicht bestandenen Prüfungen erstellen lassen.
Dieses Datenblatt können Sie sich als PDF-Dokument speichern oder ausdrucken. Bitte kontrollieren Sie regelmäßig die dort hinterlegten Angaben. Das prüfbare Datenblatt können Sie jederzeit für zum Beispiel Bewerbungen, Stipendien und Ähnliches generieren. Das sogenannte prüfbare Datenblatt ist ohne Unterschrift gültig. Der Leser kann die Echtheit anhand einer ID und eines Kennwortes kontrollieren. Beides steht oben rechts auf der ersten Seite des Datenblattes. Verbesserungsversuche können nur über das Prüfungsamt angemeldet werden. Bitte melden Sie sich direkt dort. Wahlmodule einiger anderer Fakultäten, zum Beispiel Sprachkurse, werden mit dem System eCampus verwaltet und müssen nach den Regularien der jeweiligen Fakultät angemeldet werden. Prüfungen in Wahlmodulen, die nicht über FlexNow angemeldet werden können oder in eCampus verwaltet werden, sind durch das entsprechende Formular des Prüfungsamts innerhalb des Anmeldezeitraums anzumelden. Erhalten Sie eine Fehlermeldung? Machen Sie einfach einen Screenshot und schicken diesen per E-Mail an das zuständige Prüfungsamt. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit dem Video Ihre Prüfungsverwaltung in FlexNow erleichtern und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren bevorstehenden Prüfungen.